Shalom und herzlich willkommen zurück zu Deponia. In der letzten Folge haben wir uns noch recht herzlich von unserer Ex-Freundin Toni verabschiedet. Wir haben unsere Fluchtmöglichkeit ausgebaut, die Fluchtkapsel präpariert, die Bedienungstafel kalibriert und sind jetzt bereit, Deponia endlich zu verlassen. Ciao Wenzel, ciao Toni, wir sehen uns nie wieder. So. Jetzt wird's spannend. Und Horrido. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar Hasebossen Babelschussen. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nieten. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Ups. Was für ein Höllenritt. Aber wir haben es geschafft. Schauen wir mal auf unsere Liste. Wir haben den Koffer gepackt. Wir haben den Koffer verstaut. Harpune kalibriert. Lunde gezündet und sind jetzt auf dem Orgalan-Kreuzer gelandet. Auf dem direkten Weg nach Elysium. So. Sportlich, sportlich. Was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. Dann schauen wir mal. Nehmen wir unsere Socken raus. Stecken unseren Proviant ein. Die Zahnbürste können wir nicht nehmen, aber ich glaube, die ist auch gar nicht so wichtig. So, schauen wir mal. Wir haben eine Luke, Zahnräder, noch eine Luke. Übrigens, falls sich irgendjemand wundert, dieses Porträt hier oben von Poki, das ist der Entwicklerkommentar. Werde ich aber darauf verzichten, einfach um das Let's Play nicht unnötig in die Länge zu ziehen, sondern um tatsächlich zu spielen. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lasse ihn mal lieber zu. Okay. Ein gut geöltes Getriebe. Was haben wir hier? Au, der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... Hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Bedimm. Ein Drahtgitter. Dahinter führt ein Schacht nach oben. Okay, immer noch eine Klappe. Dahinter schläft der Wartungsarm. Keine Chance. Um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger wie Wenzel. Haben wir irgendwas dabei? Vielleicht können wir die Socken ja in die Zahnräder stopfen. Da sind schon genug Ölflecken drauf. Okay. Dann Proviant. Ah, jetzt kommt hier der Arm raus. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Das war's schon. Vielleicht... Ich probiere mal was. Wir haben ja nur die beiden Möglichkeiten. Schnell über den Wartungsarm. Oder auch nicht. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Keine Chance. Das Zeug habe ich gerade erst mühsam aus den Couchritzen gepult. So viel habe ich schon seit Jahren nicht mehr für was zu essen gearbeitet. Okay. Wir schmeißen also nochmal eine Wasabi-Stange. Eine Klappe.
können wir hier die Socken drüber ziehen. Ha! Und die Klappe schließt nicht mehr. So. Ich hätte gerne meine Socke wieder. Ich habe sozusagen einen Fuß in der Tür. Hm. Vielleicht können wir dem Wartungsarm jetzt die Luke aufreißen? Tatsache. Oh, wer ist das denn? Das ist unfassbar! Es kann einfach nicht sein! Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Ein Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Klingt gut. Dann wollen wir doch mal durch die Luke. Ah, jetzt sind wir hier oben, Steuerpult. Okay. Wir haben grün, blau und gelb. Passend zu den Farben. Ah, okay. Also bei gelb kommt der Müll runter. Wenn ich den Müll jetzt umleite auf grün, sollten ja eigentlich... Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Nee, quatschen kann ich mit dem nicht. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Na gut, dann werde ich jetzt mal den linken Hebel betätigen. Aha! Nehmt das! Nein, nicht! Ah! Was ist das? Ah! Oh. Ah! Ups. Oh, das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord! Hm. Ach, dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Pfiu, pfiu. Tja, 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 tja. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Oh. Oh, oh. Ups. Und Aua. Ab in die Kakteen. Au. Ich war so nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Okay. Was haben wir hier? Okay, der Plan ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Goal retten. Haben wir versucht. Ging nach hinten los. Aber sie ist ja auch runtergefallen. Also müssen wir erstmal Goal finden, einen neuen Plan schmieden, um nach Elysium zu kommen und dann, ja, mit Goal nach Elysium gehen. Na, man gut, dass die Pläne alle so anpassungsfähig sind. So. Was haben wir hier Schönes? Einiges. Schauen wir mal, was hier unter der Motorhaube steckt. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Okay. Na toll. Die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Hm. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Also kommen wir da erstmal noch nicht rein. Geht's hier unten lang? Nein. Gucken wir erstmal ins schwarze Frau Brett. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Hm, wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt.
Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Okay. Haben wir noch was? Hier unten geht's scheinbar nicht weiter. Dann gehen wir einfach mal zum Dorfkern. Bin mal gespannt, wie der Rest von Deponia aussieht. Was ist denn hier los? Okay. So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Okay, schauen wir mal. Oh, wir haben echt eine Menge Möglichkeiten. Zu Tonys Hütte, Wenzels Haus, Tonys Laden. Rathausgasse. Na, gehen wir erstmal zum Rathaus. Mal schauen, was diese ganze Menschenmeute verursacht. Staubsaugerroboter. Immer der Reihe nach! Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also, stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Ja. Ich hasse Schlangen. Schauen wir mal. Diese schwarzen Bretter sind so praktisch. Früher musste ich die Magnete noch mühselig im Schrott suchen. Dann nehmen wir die doch einfach mal mit. So, hier haben wir einen Hebel. Okay, eine Wartenummer. Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Micek. Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie, aufnimmt? Lothek meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft, eingegliedert werden. Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen. Seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe, neige ich zu Nagelbettentzündungen. Du willst, dass sie für dich rostschrubbt? Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Der Blick. Rufus. Was? Das Mädchen gehört zu mir. Das hat immer noch der Bürgermeister zu entscheiden. Wie komme ich zum Bürgermeister? Ganz einfach. Zieh dir eine Nummer und stell dich hinten an. Okay, na, vielleicht lassen Sie mich ja vor. Könnt ihr mich vorlassen? Ich hab's ein bisschen eilig und... Ach so. Na dann. Willst du meinen Stuhl haben? Sollen wir dir was zu trinken holen, während du wartest? Wir könnten dir auch einen Kuchen backen. Echt? Ich mag Kaktuskuchen, aber keine Rosinen bitte. Und, ach so, Mist. Jetzt habe ich Hunger. Im Ernst, lasst mich vor. Hör mal, Rufus, das war eben kurzwitzig. Jetzt ist es halb nervtötend. Und halb traurig. Okay. Wo ist die Kleine eigentlich? Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Ja, das frage ich mich schon ganz weiter. Nette Hüte. Habe ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh. Na gut, gehen wir mal weiter. Ich verschwinde. So, Automat. Können wir hier noch einziehen? Nur eine Nummer! Spielverderberin, glaube ich.
Lotti! Gucken wir uns mal die Öffnungszeiten an. Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Jedes Amt braucht eine gute Seele. Vielleicht sollte das mal jemand dem Bürgermeister sagen. Sprechen wir noch mal eine Runde mit Lotti. Oh, wie ist sie immer sympathisch. Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Und schon wollen ihr alle helfen. Flätzchen. Ja, zum Bürgermeister. Daher will ich hin. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Okay. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Vielleicht sollte ich mal schauen, wo Wenzel ist. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also mich. Heute ist... Das ist unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Ich mag Lotti. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Gucken wir mal, wer ist das? Schläft im Stehen. Poststelle. Bürgermeister. Sitzungssaal. Naja, vielleicht kommen wir auch so zum Bürgermeister rein. Halt! Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro. Und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Ja, ich mag Lotti. Stopp! Das Postamt ist bis auf Weiteres geschlossen. Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat! Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Ein charakterstarkes Mädchen. Können wir in den Sitzungssaal gehen? Auch Tatsache. Goal, ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo. Wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten springt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha!
Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Interessant. Schauen wir mal. So, Goal finden. Einen Plan entwickeln, den ultimativen Wachmacher zu brauen. Sich an der Warteschlange vordringeln. Ein ernstes Wort mit Wenzel reden. Wenzel überzeugen. Den Bürgermeister vorsprechen. Goal wecken. Wachmacher brauen. Und dann nach Elysium. Klingt nach einem Plan. Quatsch mal nochmal eine Runde mit Gizmo. Was denn jetzt noch? Wird sie wieder gesund? Um das zu beurteilen, müssten sie erst einmal wach sein. Dann wecken sie sie doch. Das geht leider nicht so einfach. Ich habe schon jedes Aufputschmittel aus meiner Apotheke ausprobiert. Nichts war stark genug. Ich bräuchte irgendetwas noch viel Heftigeres. Etwas Heftigeres? Das klingt nach einem Job für mich. Ich bin super heftig. Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr. Das würde ich ja gern, aber ich werde ständig von sogenannten Bekannten der Patientin gestört. Sogenannten Bekannten? Das klingt lustig. Können Sie das 1000-mal hintereinander sagen? Warum sollte ich? Ich kann auch 1000-mal hintereinander verzieh dich sagen, ohne dass es etwas ändert. Das stimmt. Ich werde Sie retten. Ha, viel Glück. Hast du zufällig ein Wunderheilmittel dabei, das Sie aufweckt? So eine Art... Kaffee mal 1000? Ich arbeite dran. Tu es bitte woanders. Okay, ich will einen Notfall melden. Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Ja, das Zwicken im Rücken, das klingt realistisch. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Feuer. Unmöglich. Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Diebstahl. Diebstahl. Unmöglich. Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert. Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt, vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Eine magische Zahl. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein! Menno. Okay, erstmal danke fürs Gespräch. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken, wirklich gar nichts. Wie friedlich sie schläft. Da hilft nur extra starker Kaffee. Hey, Goal! Hohohohol! Aufwachen! Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor! Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Okay. Was haben wir hier noch Schönes? Einen Türknopf. Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind. Und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Vielleicht für eine Überraschungsparty. Ah, nehmen wir mal ein paar Luftballons. So. Haben wir noch was? Nö. Dann mal zurück. Okay, wir wissen, dass es Goal einigermaßen gut geht. Wir haben von der reizenden, bezaubernden Lotti erfahren, dass Wenzel der Nächste an der Reihe ist. Also ist klar, dass wir Wenzel aufsuchen werden. Das passiert aber auch erst in der nächsten Folge. Was hat er denn gerade da gemacht?
Ja, das passiert in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für eure Zeit, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!